Gute, heute machen wir beim Mein Barbecue Schweinerinde in die Richtung asiatisch angehaucht. Was brauchen wir dafür? Eine Bio-Zitrone. Dann habe ich jetzt hier 6 Knoblauchzehen, die sind relativ klein. Wenn ich größere hätte, würde ich nur 4 nehmen. Dann ein gutes Daumenstück großes Stückchen Ingwer, ein bisschen Chili, Koriander, 2 Teelöffel Pfeffer, Sojasauce, Öl und dann den Hauptdarsteller, die Schweinerinde. Wenn ich es jetzt grillen würde, würde ich es am Stück lassen. Ich brauche es heute allerdings für Raclette. Dafür finde ich es auch sehr, sehr angenehm, weil oben haben wir so einen heißen Stein, wo wir es dann drauf braten können. So würde ich es im Stück einlegen, dass es einfach mindestens 2 bis 3 Stunden ziehen kann. Das Stück habe ich extra aufgehoben, das schneide ich dann nochmal in 2 Medaillons, dass ich eins davon zumindest auf dem Grill dann angrillen kann, um es einfach zu zeigen. Ja, was brauchen wir noch dafür? Eine Tasse, das wird so unser Maß. Und dann noch einen zerkleinerer. Und dann geht es auch schon los. So, wir schmeißen jetzt erstmal alle Zutaten einfach in den zerkleinerer. Ich habe jetzt den hier für die Mom 5 oder 5 oder wie auch immer. Da schmeißen wir jetzt erstmal alles rein. Plus unseren Pfeffer. Dann drücken wir noch den Saft von einer Zitrone aus. So, einmal die erste Hilfe. So, ich habe jetzt erstmal nur eine halbe Chilischote da rein gemacht. Das könnt ihr machen, je nachdem, wie scharf ihr es haben wollt. Dadurch, dass bei uns auch heute Kinder mitessen, mache ich nur eine halbe rein. So, jetzt kommt die Tasse ins Spiel. Das ist im Prinzip unsere Maßeinheit. Da nehmen wir jetzt eine halbe Tasse von der Sojasauce. So. Deswegen brauchen wir bei der Marinade auch keinen Salz mehr. Das kommt durch die Sojasauce. Und füllen das Ganze dann quasi einfach nur auf mit dem Öl, bis die Tasse voll ist. So, und dann haben wir auch schon das richtige Verhältnis. Das kommt jetzt hier mit dazu. So, und das hauen wir jetzt noch durch den Mixer. Und dann ist die Marinade. So, alle Sachen sind drin, Feuer frei. Kurz warten, man sieht jetzt auch noch hier und da ein bisschen größere Ingwerstücke. Nochmal anmachen. So, die Marinade ist damit auch schon fertig. So sieht die Marinade dann aus. Da sind auch noch leicht Stückchen drin. Ich habe mir jetzt schon, wie man im Hintergrund sieht, 2 Beutelchen gemacht. Einmal mit meinem Fleisch fürs Raclette und einmal dann ein kleines Medaillon. So, ich habe mir jetzt ein bisschen von meiner Marinade in die Tasse gemacht. Das gebe ich jetzt einfach zu der Schweinerinde dazu. In meinen Vakuumbeutel. Ich ziehe es ein bisschen ein. Das ist auch sehr, sehr dünnflüssig. Das macht aber nichts. So lasse ich das Ganze jetzt. Ja. Jetzt verschweiße ich das nur. Wenn ihr ein Laminiergerät habt, mit dem ihr auch Flüssigkeiten ohne Probleme vakuumieren könnt, könnt ihr es auch im Vakuum. Beziehungsweise lasse ich so ein leichtes Vakuum ziehen. Zu weit hochgelegt. So, stopp. Jetzt einfach mal die Schweißnähte machen, dass wir das Ganze dann dementsprechend einmarinieren können. Wenn dann der Beutel zu ist, gehe ich jetzt noch ein bisschen hin und markiere das wirklich so ein bisschen ein, dass auch überall Marinade hinkommt. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Fleisch auch für das Raclette. Da mache ich es allerdings erstmal nur so, dass ich das Vakuum nicht ziehe, weil da die Flüssigkeit mehr drin ist.
Aber das knete ich dann auch durch. Ja, ist das wirklich schön, dass die Marinade überall schön drankommt. Dadurch, dass die auch so schön flüssig ist, geht das in den Beuteln relativ gut. Und vor allem hat man auch nicht überall die Sauerei. So, das Ganze kommt jetzt so, wie es ist. Einmal das Lendenstück und einmal die klein geschnittene Portion des Raclette in den Kühlschrank. Das bleibt jetzt 2-3 Stunden da liegen. Ihr könnt es aber auch über die Nacht einziehen lassen. Wenn es dann 2-3 Stunden gezogen hat, werde ich das kleine Medaillon auf den Grill legen. Und dann sehen wir uns am Grill dann draußen wieder. So, der Grill ist aufgeheizt. Unser Fleisch mariniert. Das holen wir jetzt aus unserem Beutelchen raus. Und dann grillen wir das von beiden Seiten kurz an. Und scharf. Lass uns kurz indirekt noch ein bisschen ziehen. Jetzt grillen wir das kurz an. Dann grillen wir das Fleisch rum. So, dann drehen wir es das erste Mal rum. Machen den Grill nochmal zu. Und dann drehen wir es gleich nochmal 90 Grad und dann geht es in den indirekten Bereich. So, die Schweinelinde ist fertig. Die war jetzt noch ungefähr 5 Minuten drauf. Ich habe nebenan jetzt einfach mein eigenes selber gemachtes Aioli dazu gemacht. Das finde ich passt ideal dazu. Wie ich das mache, verlinke ich euch auch nochmal oben in der Infobox. So, und dann schneiden wir das gute Schweinefilet mal an. Ist auch noch schön saftig. Sehr schön. So, dann schneiden wir mal so eine kleine Tranche raus. Mega lecker, super saftig, schön gewürzt, richtig, richtig gut. Das ist eines meiner Lieblingsrezepte für Schweinelende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, macht es gerne nach, schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen damit in die Kommentare. Entschuldigung, das stimmt auf jeden Fall im Mund spricht. Lasst mir auch gerne einen Daumen da. Und bis bald, euer Mein Barbecue. Ciao.